Wunderschönen guten Morgen aus Calgary. Richtig schöner Herbsttag ist es. Richtig schöner Herbstmorgen. Oh, ich habe so gut geschlafen, ihr Lieben. Das ist unglaublich, so gut. Und jetzt laufen wir 5 Minuten zum Calgary Tower. Der ist hier mehr oder weniger hinterm Gebäude. Und schauen wir uns mal die Stadt von oben an. Echt coole Aussicht über die Stadt von hier oben. Sieht richtig viel. Und wenn man jetzt auf, ich glaube, auf die andere Seite geht, da gehen wir jetzt mal hin, das sind die Berge. Und da hinten sind die Berge. Ich glaube, das sind sogar so die Rocky Mountains. Kann das sein? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist da Schnee oben drauf. Krass. Ziemlich kalt. Die Stadt ist gar nicht so groß. Also ich würde sagen, das ist ein Radius von 30 Kilometer oder so. Keine Ahnung. So, das war's. Krass hoch das Ding. Das ist richtig hoch. Und auch mega geil, diese Glasplattform, dass man so runterschauen konnte. Habt ihr vielleicht gesehen? Die Regenbogenfahne, die da auf dem Boden war. Heute ist nämlich Gay Pride, heute oder morgen, hier in Calgary. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg in so ein ganz cooles Viertel, wo wir gestern noch mal ganz kurz waren, aber da haben wir die Kamera nicht mitgenommen, weil ich was gekauft hatte. Da waren es richtig coole Cafés, Coworking, alles drum und dran. Und Restaurants, da gehen wir jetzt mal frühstücken, dann arbeiten wir ein bisschen. Dann machen wir später noch eine kleine Brauereitour, weil Calgary ist dafür bekannt, für das ganze Craft-Bier. Also schauen wir uns mal kurz an. Ja, das ist so der grobe Plan für heute. Es ist auch gerade mal 9.30 Uhr oder so. Also haben noch einiges vor uns. Weil es mir einfach viel zu eng ist. Deshalb, Internet ist auch nicht so gut, buche ich jetzt einen Flug. Aber nicht, um hier wegzukommen, schnell wie möglich, sondern weil wir noch keine Flüge für übernächste Woche haben. Wir sind nämlich nur 14 Tage hier, wollen am 15. abreisen. Und am 15., ne? Bis zum 15. haben wir Programm. Und deshalb hatten wir uns überlegt, nach Zentralamerika zu gehen, weil wir ja Ende des Monats nach Südamerika fliegen. Und ich einfach nichts machen kann. Deshalb nutze ich jetzt hier diese App hier. Vielleicht kennt ihr das.
zubereitet, leckeren Kaffee. Das nennt sich Analogue. Das Kaffee richtig lecker. Eines der besten hier in Calgary soll es wohl sein. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zurück ins Hotel und das Zeug zurückbringen. Ich habe eine neue Laptop-Tasche. Meine allererste in 3 oder 4 Jahren, glaube ich. Gerade irgendwie geholt, gestern Abend noch geholt. Und ja, dann geht's auch gleich zu unserer Brewery-Tour. Außerdem, das habe ich gerade total vergessen zu sagen, aber ich muss ein bisschen Spaß mit meinem Akku sein. Wir haben jetzt einen Flug gebucht. Wir haben jetzt einen Flug gebucht für übernächste Woche. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Wir fliegen nach Nicaragua, nach Managua. Lina wollte da schon immer mal hin. Ich bin schon 3-mal dort gewesen. Und dann machen wir uns über den Landweg rüber nach Costa Rica und gehen halt so an der ganzen Westküste ein bisschen surfen. Vielleicht einen kleinen Ausflug an die Ostküste in Nicaragua auf die Corn Islands. Da war ich auch noch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Richtig cool mit Kajak. Die hat mich nämlich mal gefragt, so hey, kannst du nicht mal diese App mal nutzen und das mal testen? Und dieses Explore ist einfach extrem cool. Gibst du deinen Abflugflughafen an und kannst du dein Budget angeben und solche Sachen. Und dann sucht er dir alle möglichen Verbindungen an, wo du hinfliegen kannst. Und ich wusste, dass wir halt, also ich wollte nach Zentralamerika, deswegen war das jetzt gar nicht mal so schwer. Aber die Frage war, reisen wir nach Costa Rica von Nicaragua aus oder von Panama aus rein oder direkt hinfliegen. Ja, jetzt haben wir uns halt eben für Nicaragua entschieden. Freust du dich drauf? Ja. Umgezogen und jetzt geht's. Wollen wir kurz konzentrieren? Bin ich richtig? Jetzt geht's zur Brauerei. Habe ich vorhin schon gesagt. Und gehen wir ein paar Bier-Tasting machen. Denn Calgary und Alberta sind super bekannt hier in Kanada für diese Craft-Bier-Brauereien. Und die gehen wir jetzt mal probieren. Zumindest 1 oder 2. How do you guys like Andy? Really enjoyable place again. Pretty fun? Sweet. Brauerei heißt Toolshed Brewery und das Bier heißt People Skills. Es ist super leicht, super lecker. Aber ich kenne mich mit Bier überhaupt nicht aus. Ich versteh nur die Hälfte von dem, was sie hier so erzählen. Das war's bei Toolshed Brewery. Sehr leckeres Bier, das erste war sehr lecker. People Skills heißt das. Wir haben noch so 3 andere probiert, die mir nicht so dolle geschmeckt haben, aber das erste war richtig, richtig gut. Es waren einmal so ein Dark Ale und einmal ein Red Ale. Fand ich jetzt nicht gut, aber das andere, dieses Light Summer Beer. Summer irgendwas. Jo, auf jeden Fall, Calgary hat hier mega die Braukultur. Und es gibt ganz viele von diesen Craft Beer Brauereien. Und wir fahren jetzt wieder zurück in die Stadt und gehen was essen. Wahrscheinlich den gleichen Burger wie gestern, weil er einfach wirklich gut war. Und wenn man einen guten Burger gefunden hat, dann sollte man das so lange genießen, wie man kann. Denn es ist das letzte Mal, dass ich den wieder essen werde. Deshalb gehen wir da jetzt wieder hin zu Re-Grub. We'll be right back.
dann mal guten Appetit. Yeah! Laden voll. Und ist der Laden geil. Richtig geile Burger. Und ich platze jetzt aus allen Nähten. Ich muss jetzt ins Bett. So, ihr Lieben, wir sind zurück im Hotel und boah, alter Falter. Jetzt wird es so leicht schlecht. Aber es war sehr, sehr geil, sehr, sehr lecker. Wie gesagt, einer der besten Burger, die ich bisher gehabt habe, bis auf jeden Fall in Top 3. Und ja, das war's für heute. Wir machen jetzt Schluss. Es ist zwar noch recht hell, es ist jetzt 6:30. Aber wir arbeiten jetzt noch ein bisschen, chillen hier noch, packen. Und morgen früh verlassen wir dann Calgary und dann geht's recht endlich los. Wir erkunden Alberta. Ich freue mich sehr darauf, auf die nächsten 10 Tage, 12 Tage, die wir jetzt hier noch haben. Und ja, das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Gebt uns sehr gerne einen Daumen nach oben. Kanal könnt ihr in der Ecke abonnieren, falls ihr neu dazugekommen seid. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. In dem Sinne wünsche ich eine wunderschöne gute Nacht, einen schönen Tag und nicht vergessen, stay wild. Bis morgen. Tschüss.